Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Heute in meinem neuen Video geht es um das Thema Bostonschnecke. Dies ist ein Vertreter der Wasserlungenschnecken und wird zur Familie der Tellerschnecken eigentlich gerechnet. Die gibt es in verschiedenen Farbformen. Die naturfarbene, also von in der Natur ursprünglich vorkommende, ist eine braune mit dunklen oder roten Körper. Es gibt sie aber auch in den Farben Blau, Türkis, Golden, Pink, Orange bis zu dem Farbton Rot hinziehend. Sehen sehr nett aus und erreichen eine Größe ausgewachsen ungefähr bis 4 cm. Man sollte sie bei einer Wassertemperatur von 15 bis 28 Grad halten und in nicht zu weichem Wasser, weil sonst das Gehäuse weißlich wird und brüchig wird, weil der Kalk halt fehlt. Ja, sie befruchten sich selber zum größten Teil, weil sie Zwitter sind. Können sich aber auch gegenseitig befruchten und legen dann die Eier. Die Eier schlüpfen ungefähr nach einer Woche pro Gelege. 15 bis 40 Eier sind in einem Gelege möglich und es dauert 4 bis 6 Wochen, bis sie ihre Endgröße erreicht haben. Ja, sie werden ungefähr 15 bis Monate bis 3 Jahre alt bei guter Pflege und fressen eigentlich Algen, abgestorbene Pflanzenreste und halten dadurch das Gleichgewicht von Aquarien oder Teichen aufrecht. Sind natürlich nicht winterhart, wenn ihr sie im Teich habt. Ja, die ist eine schöne Schnecke. Wenn man viel füttert, vermehrt sie sich auch dementsprechend. Wenn man nicht gut füttert und es ist ein sehr neu eingelaufenes Becken, kann es natürlich auch mal vorkommen, dass sie sich gegenseitig verspeisen. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen was gesagt zu der schönen Schnecke und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo, wäre natürlich noch besser. Das animiert mich dazu, immer weiterzumachen, auch etwas besser vielleicht zu werden. Bin für Kommentare offen und auch für Verbesserungsvorschläge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.